Servus. Hallo, herzlich willkommen, der 30.8. Weiterhin mit den zwei Herren hier. Ich sag den Namen nicht, ihr wisst ja jetzt schon, wie sie heißen. Sehr viel. Und der Sugar Daddy. Schreibt in die Kommentare, Sugar Daddy. So, am besten so hier, Sugar Daddy. Ach ja. Du hast keine Filme mehr, gell? Du hast ja schon an deinem ersten Tag zwei Filme gleich. Macht ja nichts. Wir quatschen heute ein bisschen mehr dann halt. Und gucken heute keinen Filmtrailer, sondern einen Spieltrailer. Ich weiß nicht, ob dich das auch interessiert, das Spiel. Ich meine, der Film hast du ja gesehen. Ja, Film habe ich gesehen, ja. Film habt ihr auch gesehen? Alter. Ich nicht. Du nicht? Nein. Das war so geil, der ja, Film. Ja, ich weiß. Der war so geil, Alter. Wir reden über Mad Max. Wir gucken jetzt direkt den Trailer an, danach können wir weiterreden. Feels Buzz. Look behind you, at dune after dune of drifting, half-forgotten terrors. You flee them. These past phantoms, and the madness that crawls inside. Griffa can help you venture down to where you daren't go yourself, and lay bare your true promise. You have grown into a violent thing. A man of solitude drifting across these sands. Fearing those who make you feel human. You know nothing of me. I know what you seek, and I know where you can find it. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. People, get in my way. People can show you the light, help you survive. People can bring you the solace you so desperately desire. War boys have been sighted, prepping most likely for an assault on our beloved ship. You wish to know more about yourself? More about the man you've become? But this is a very different world, my friend. You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. If you hope to survive, navigate the flood, escape the past that forever haunts you, then open your eyes. In the darkest hour, the believer standing upon the sacred sand will behold the true light. I'm looking hard. There's nothing. Look again. It's right there in front of you. So, Mad Max! Also das Wetter hat ganz schön zugenommen. Es war schönes Wetter, richtig schön. Und plötzlich Regen ist wie aus Eimer. Aber so richtig. Mal Fenster zu machen, ne? Ja. Kannst mal das Fenster zu. Sehr nett, sehr, sehr freundlich. Wenn das Video rum ist, muss ich auch noch schnell ins Wohnzimmer rennen und es auch noch zu machen, aber das macht nichts. Ah, schon das zweite Mal. Immer wieder gegen den Computer von denen. Ja. Der ist halt zu groß. Mad Max. Also, Film hast du noch nicht geguckt. Nein. Das Spiel sieht, also mich interessiert das Spiel. Sieht ein bisschen aus wie Rage, muss ich sagen. Ja, ja. Was nicht schlecht ist, Rage war geil. Das Kampfsystem erinnert mich auch an Batman, falls du Batman gespielt hast. Ja, ja, klar. Ja. Das Kampfsystem ist, glaube ich, genauso wie Batman. Also es sah zumindest so aus, was ich sehe. Open World, das ist quasi ein Just Cause mit einem Rage drumherum Paket, ja. Es sieht nicht schlecht aus, es sieht cool aus. Deine Meinung? Und wer meint? Also ich überlege mal noch, ob ich mal so. Es kommt der Film war gut, aber... Das Problem ist. Spiel zu vergleichen ist. Das ist mein Handy. Ich hab doch auf lautlos. Ja, wieso komisch.
Das Problem ist, dass zu derselben Zeit Metal Gear Solid 5 rauskommt. Und ja gut, da dann ist die Entscheidung natürlich ganz einfach. Ja, nicht? Eben. Man kauft sich Pokémon. Ich hätte jetzt gesagt Digimon, aber okay. Immer. Nee, also dann würde ich auf jeden Fall, klar, Metal Gear vorziehen. Ja. Aber das denke ich mal, ja, vielleicht nicht sofort, wenn es rauskommt, vielleicht etwas später. Aber Metal Gear ist halt Metal Gear, das kommt halt ja, vor allem an. Also ich denke auch, Mad Max werde ich mir holen, aber nicht, wenn es rauskommt. Ja. Eben wegen Metal Gear. Ich kann mir nicht da 2 Spiele sogar vorm Urlaub noch holen. Nö, kannst du überhaupt nicht. Ich meine, ich kann schon, aber ich mach's nicht. Nein, ich hole mir das, wenn es billiger ist. Weil jetzt zu sagen, ich warte, bis es auf PS Plus rauskommt, kann ich ewig warten, glaube ich. Weil bis jetzt kommt ja noch nichts, noch keine richtigen Spiele, sag ich mal. Ja, nur so. Nur PlayStation Store-Spiele. Oder irgendwie so PS3-Abklatsch-Dinger. Ja, da. Genau. Richtige Retail-Spiele gibt's ja noch nicht. Ich hoffe, die kommen bald mal. Weil so langsam gibt's. Nur auf der PS3 halt die ganze Zeit. Ja, aber auf der PS3. Ich denke, nächstes Jahr könnten sie mal dann damit anfangen. Dieses Jahr kommt noch nichts raus. Ja, Mama, aber dann was Gescheites. Ja, guck mal, die hatten doch ganz am Anfang so ein Adventure-Spiel für die PS4 rausgebracht. Das war ein Starttitel. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Knack, Knack. Ach ja. Das wäre doch jetzt schon mal ein Titel, den sie bringen könnten. Hm. Ich meine, das will keiner, aber deswegen könnte es doch mal verschenken. Nicht schlecht, ja. Das wäre mal eine lockere Platin für uns oder so. Deswegen. Ich hab immer noch nicht Witcher durch, ne? Ich auch nicht. Ich spiel's ja gar nicht. Ich hab doch nicht mal Batman durch. Das ist schlimm. Scheiß auf Batman. Witcher, Alter. Witcher ist besser. Ja, ja, ja schon, aber trotzdem. Mir fehlt ja auch nicht viel. Ich bin jetzt halt kurz vorm Ende. Ja, ich spiele ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich bin ja eigentlich schon. Ich muss nur vielleicht, was weiß ich, 5 Stunden spielen oder so und dann habe ich Platin oder so. Aber irgendwie zocke ich es gerade nicht. Ich zocke momentan eh voll wenig, warum auch immer. Ich habe irgendwie keine Lust. Ich habe meistens den Computer, der ist 24 Stunden an, gell? Meine Playstation fast auch. Die ist 12 Stunden an, ich sag's jetzt mal so. Aber ich zock davon nichts. Entweder läuft Netflix, gell, so im Hintergrund. Gucke ich irgendwas, was mich nicht interessiert, Hauptsache ich guck's. Und der Computer läuft Rocket Beans, wo ich auch nur so nebenbei guck. Und ansonsten starre ich nur den Computer und. Ja. Ja, momentan zocke ich eigentlich nur Fallout irgendwie. Fallout Shelter. Shelter. Ja. Die ganze Zeit. Ja, und ich bin nur, oder wir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, nur gerade irgendwie so am Yu-Gi-Oh! Das ist schlimm. Ja. Nimm nichts mehr FIFA oder was? Zock doch als FIFA immer. Ja, Rocket League ist bei uns. Ja, stimmt. Das ja gut, wir. Rocket League. Das okay. Zocken ja. Wir hier. Wir sind die Besten. Ja. Ja, brutal. Mehr oder weniger, ja. Wir beide zu zweit, ne? Das geht schon ab. Also, ich weiß nicht. Doch, du bist, ich hab's ja gesagt. 2 gegen 2, wir beide. Ja? Geht nicht. Also reden mit dem. Ich spiele nie wieder mit dem. Ich auch nicht mit dem. Wenn ich noch wir müssen mal gegeneinander spielen. Gegeneinander, ja, dann gewinnen. Ja, 1 gegen 1. Das könnt ihr doch gleich machen, das will ich auch sehen. Lach mich schon kaputt. Geht das überhaupt an einer Konsole? Ich glaub nicht. Das ist doch außer Mode gekommen, sowas. So. Splitscreen ist kacke. Ja, warum auch immer? Laut denen ist es kacke. Ja. Laut uns nicht. Das ich sag war nur geil. GoldenEye. Oh ja, das war geil. Das war geil, ja. Das war das Spiel damals überhaupt, ja. Patrick, du bekommst jetzt 2 Minuten für dich, wo du hier reden kannst, weil du warst jetzt die ganze Zeit so ruhig, also die ganze Woche warst du so ruhig. Weißt du, was ich vergessen habe? Was? Die Umfrage. Jeder Neue, der bei mir Morning Talk macht, bekommt eine Umfrage von mir, die er live hier machen muss. Also ich auch. Ja. Ist ja auch neu. Also. Und deswegen sage ich jetzt hier Tschüss, wir machen einen Cut. Und der kriegt trotzdem noch die Umfrage. Ich schreibe die jetzt schnell und dann. Ui. Also cutte ich hier. Wir sehen uns dann gleich wieder. Servus. Hallo, da sind wir wieder mit der Umfrage hier. Ja, ich bin Student. Umfrage für Sephiroth. Jetzt müssen wir es wenigstens nicht mir erklären. Das ist schon mal gut. Doch. Hier ist die Umfrage. Hier, bitteschön. Gut, danke schön. Zwischen 1 und 10. Das ist dein Stift. Kacke, jetzt 1 ist Kacke und 10 ist Godlike. Und 5 ist Normalo. Normalo gibt's nicht. 5 ist. Normal wäre dann 2 oder 3. 5 ist. Ich weiß nicht, was 5 ist. Was soll 5 sein? Muss ich noch einen Namen geben?
5. Das könnten doch die Zuschauer machen. Ja, genau. Macht mal so eine Liste von 1 bis 10. Genau. 1 steht für Kacke, 10 für Godlike und die restlichen Zahlen. Die dürft ihr entscheiden. Das ist genau. gute Wahl. Okay, dann fangen wir an. Umfrage Nummer 1. Patrick, beziehungsweise Sugar Daddy. Ich gebe dir mal eine gut gemeinte 8. Komm. Was steht da? Fruchtzwerg. Timo, damit meine ich dich, ja. Boah, du bist eigentlich ganz cool. Ganz lustig und so. Gibt ja auch mal eine 9. Ja, nicht. Ach, Godlike. Einzigste, der Godlike ist Kratos, ja. Das war gut. Wie sind sie mit der, was, Verpflegung zufrieden? Ja. Also ich habe bisher keine Verpflegung gehabt, nur was zu trinken. Das reicht doch. Ja, für 7 Tage. Ich habe gerade mal ein Glas Mezzomix getrunken. Ja, für 7 Tage. Und jetzt ist noch eins. Okay. Mittlerweile noch ein zweites. Und eine 7-Up. Also Verpflegung langt mir vollkommen. Ich denke mal, das ist eine 10, eine gute 10. Gut. Also verhungern tue ich ja nicht. Beziehungsweise verdursten. Ja. Wollen Sie wiederkommen? Godlike wäre dein Ja, nicht? Ja, du kannst ja Ja oder Nein reinschreiben, ist okay. Gut, dann machen wir mal Ja. Bracalone. Ehrlich? Das muss immer sein. Frage jeden. Bracalone, scheiße. Ich überspringe die. Nein, scheiße, meine ich die Frage jetzt. Schinken ist 12. Schinken ist geil. Und Bracalone, na komm. Du bist nicht wie Kratos. Eine 9, komm. warte. Dann müssen wir hier eine Sache korrigieren. Dann machen wir hier bei Nummer 2 eine 8. Also bei Fruchtzwerg? Ja. Machen wir eine 8. Gut, jetzt stimmt es. Gut, so. Gut. Okay, ich bin zufrieden. Okay, ich werte jetzt mal aus, Moment, dass du siehst, was die anderen so gemacht haben. Oh, okay. Das ist nämlich immer das Witzigste. Wir fangen bei Marvin an, bei Mariandos. Er hat dem Patrick auch eine 8 gegeben. Okay. So, wie sind sie mit der Verpflegung zufrieden? Er hat eine 6 mir gegeben, weil ich ihm nichts zu essen gegeben habe. Ja gut, ich habe auch nichts zu essen. Ich glaube auch nur einmal was zu trinken die ganze Woche. Aber ich habe auch keinen Hunger. Er lebt ja noch. Und wie cool finden sie Bracalone? Hat er mir auch eine 10 gegeben. Was ist mir gegeben? Eine 9. Krass, ist okay. Wollen Sie wiederkommen? Schreibt da auch mit Ja. Wieso, habe ich dich nicht gefragt. Wieso willst du wiederkommen? Ja, ist doch cool. Scheiß auf meine Freizeit. Ansonsten, dann ist hier nur der größte Rager. Das habe ich eben so gelesen. Also da kann ich eigentlich nur Patrick sagen. Der größte Rager. Ach, hier ist dann wieder. Da geht's weiter. Von... Ach, Patrick und Timo, Team-Up-Umfrage. Ah, das stimmt, da wollte ich sie so dran kriegen, dass sie sich so schlagen oder so. Guck, da hat der Patrick 10, Timo 10. So, PES oder FIFA. Da wollte ich sie schon mal So, da haben sie sich aber geeinigt, haben FIFA gesagt. Batman gegen Superman, Batman. GTA oder Watch Dogs, GTA. Apple oder Android, das war dann, und da haben sie beides gemacht. Wie war eure Woche 8,5? Da habe ich noch diese Kommas gemacht. Habe ich gesagt, die gibt's jetzt nicht mehr. Ach so, die haben eine 8,5-Tage-Woche. Okay. Ja, so kann man es auch nennen. Aufreger der Woche, Frage Nummer 9. So, das war natürlich das Geilste. Was sollten sie mir einen Rap schreiben über mich? Das kam mir so vor. Und ich meine, du hast den Namen, mach du das. Ich mehr. Du hast es doch damals gemacht? Ich mach den nicht mehr, ne? Lies, tu es. Ich? Ja. Lies doch selber vor. Schaut euch mal den Tobi an, wie der Tobi zocken kann. Kein Skill und wenig Glück, dafür bekommt er immer den geilsten Shit. YouTube Money, das ist sein Ding, was bling bling und fertig ist das Ding. So. Oh, ist okay. Ja, für die kurze Zeit, jo. Kann man nicht meckern. So, dann. Ich meine, 50 Cent könnte damit jetzt wieder locker seine Schulden bezahlen, die er mittlerweile ja hatte. Sowieso. Dann hat kommt immer noch die Umfrage von Patrick. So, wie er flinchen, Timo mag, ist eine 6. FIFA gibt einem eine 5,5. Wie ich dachte, du magst FIFA. Ja. Doch so ein PES-Fan. Das geht eigentlich. Wie ist er mit der Woche zufrieden? Hat er eine 8 gegeben? Sind sie mit der Verpflegung zufrieden? Hat er eine 9 gegeben? Was habe ich denn gegeben? Dann zu essen oder was? Ja. Ja. Essen ist immer Trumpf, Tobi. Essen ist immer Trumpf. Wie cool findet er mich? Er hat mir eine 8,5 gegeben. Guck mal, eine 8,5. Will er wiederkommen? Ja. Aber ist er noch? Solange es kostenlos Red Bulls gibt und alles, nicht? Ja.
Bitte hier einen Kommentar hinterlassen. Tobi weiß alles. Das lassen wir mal so stehen. Wie ist Ihre objektive Meinung zum Ambiente? Hat er mir eine 1,5 gegeben? Ja, nur gerade umgebaut. Genau, da saß hier wie im Gefängnis aus, deswegen ja, ist gut, das ist okay. Das, dann passt es ja, okay. Was ist die Quadratwurzel von 9, habe ich ihn gefragt. Schreibt er eine 3? Was passt. Richtig ist? Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er das weiß. Wo liegt Korea? In Asien, gut. Wer führt Korea? Habe ich ja angefragt, aber das war dann so eine Pfandfrage, weil ich nur Korea geschrieben habe. Aber Kim Jong-un habe ich dann so irgendwie gelassen. So. Ich dachte, das hat jetzt wieder was mit Fußball zu tun. Dann nee, dann, nämlich nicht. Aber Timo jetzt, das war das Härteste. Es ist egal. Wo ist denn die Frage mit Patrick? Ah, da, guck, Patrick. Hat er eine 1 gegeben? Und. Ja. Fruchtwerk. ja, Fruchtwerk. Mach den rund jetzt. Tu es. Sag was. Tu den Dissen. Was? Also. Du sollst den Dissen. Erstmal mehr Fruchtwerke. Hab mich gleich erwischt. Okay, gut. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich, dass du. Ach, geh. Der kennt den ja bestimmt schon länger. Ja, und der hat ja eh nichts gemacht. Der hat nur da gesessen. Ja. Aber ich war da. Ja, aber du warst da. Geistig anwesend. Ja, toll. Kümmerlich anwesend. Ja. Er hat was gemacht die ganze Woche, es war schön. Mach mal wieder. Und auf jeden Fall. Wir müssen auch wieder zusammen zocken. Und dabei aufnehmen. Weil zocken tun wir ja so. Ja, das hatten wir doch mal probiert mit DayZ, aber mein scheiß Internet. Ja, und DayZ ist irgendwie eh nicht mehr so. Und es zockt keiner von unseren Leuten. Keiner. Überhaupt keiner. Ja, wie gesagt, mein PC war schon ewig nicht mehr. 10-7. Ja. Oh, Fnatic. Fnatic führt! Noch sechs Mal gewinnen, dann sind sie im Finale. Ja. Gegen Team Invis? Gegen diese Franzosen. Ja. Und ja. Ich denke, das war's. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.